Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Harvest Stella. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich muss wieder rum mich räuspern. Direkt da zu Beginn einmal heftiges Räuspern ins Mikrofon. Und ja, wir haben wieder einen Brief von Diantos Verheißen von was weiß ich. Da kommt einiges auf uns zu, ne? Wie viel? Ach verdammt, ich hab gar nicht geguckt, wie weiß, was jetzt mit Einhorn ist. Was ist denn jetzt mit Einhorn? Oh nein, ich habe vergessen zu gucken. Ich habe geguckt, wie lang das Spiel noch geht. Wie die Kapitelauswahl so sind. Wie viele Kapitel es gibt. Und hab geguckt und so gesehen und so. Ich habe nicht geguckt, wie das mit Einhorn ist. Ich werde nochmal kurz eine Pause machen, kurz einmal. Gib mir einen kleinen Moment. Okay, und da bin ich wieder. Es ist ja schon ein bisschen traurig, ne? Erst nach Kapitel 7 schreibt er uns wieder einen Brief. Warum zur Hölle steht da denn einfach hier, Einhorn, erkundigt Baudi um und Schloss der Illusion nach Einhorn? Ja, das ist natürlich super, ne? Erst nach Kapitel 7. Wir sind in Kapitel 6. Ja, wisst ihr was? Wir machen jetzt einfach die Weltgeschichte weiter, oder? Oder wollen wir Diantos noch zu Ende machen? Kann man machen, Diantos zu Ende. Dann ist nur ein Einhorn übrig. Dann ziehen wir in einem Part dann irgendwann, dann, wenn das soweit ist, die ganze Quest von Einhorn durch. Ist das ein Deal? Ist ein Deal, oder? Aber erstmal müssen wir hier Geld machen. Erstmal Geld machen. Oh, wenn die halt nicht so nerven würde. Ja, ich hab's gecheckt. Ja, ist okay. Bitte, Dankeschön, Spiel. Boah. Es geht auch nicht auf die Ohren. Ich meine, euch stört's nicht, ne, oder? Euch stört's nicht. Ihr könnt es ja leise und leiser machen. Und ich mach's ja extra für euch. Extra auch ein bisschen leiser. Für euch ist natürlich das Spiel nicht so laut wie für mich. Hier auf YouTube. Aber. Es ist schon so eine Art. Ja, wie soll man sagen? Schon ein bisschen belästigend, ne? Ist gerade nicht so angenehm, wenn man mit Kopfhörern spielt. So, wir müssen natürlich erstmal alles gießen. Und dann müssen wir es abliefern, das darf ich nicht vergessen, weil wir halt immer noch Geld brauchen. Ich denke, ich werde das ganze Geld, was ich hiermit jetzt mache, auch in die nächste Saat für den Sommer investieren. Ich denke, das ist eine gute Idee, ne? Und das, was übrig bleibt, können wir ja immer noch ausgeben. Denke ich zumindest. So. Weg, weg, weg. Und weg. Ja. Du kommst weg. Ach ja, das wird alles nicht mehr, ne? So wirklich. Ja, komm. Dann halt weg. Gut, die hat uns einen Brief geschrieben. Ein mysteriöser Adel. Ich habe einen Brief von Emily erhalten. Offenbar wurde die Vorbereitung, die sie neulich erwähnte, abgeschlossen. Ich frage mich, worum es ging. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was ich so tun wollen würde, wenn ich ein Adel mit so wenig verbleibender Lebenszeit wäre. Gehen wir sie besuchen. Ihr Zustand könnte sich jeden Moment ändern, also möchte ich sie so bald wie möglich sehen. Ich warte im Luftschiff auf dich. Diantos. Im Luftschiff. Ist okay, okay. Trifft Diantos zwischen 6 Uhr morgens und 3 Uhr nachmittags auf einem Luftschiff. Ja, ist auch der ideale Zeitpunkt gerade, oder nicht? Ja, nun, ne? Machen wir Diantos zu Ende. Und dann machen wir die Story weiter, weil, ich meine, andere Möglichkeiten haben wir nicht. Also doch, wir könnten die Story weiter machen, dann Diantos, ne? Aber wenn Einhorn erst nach Kapitel 7 mit uns sprechen will, dann dauert das ein bisschen. Dann können wir die Story auch ohne Reue weitermachen, ne? So, Diantos. Erzähl mir von deinen Herzensangelegenheiten. Du hast geschafft, ein. Ja, es war auch nicht so schwer, hier reinzukommen. Komm, Emily hat uns gebeten, zu ihr zurückzukommen. Glaubst du, sie ist soweit? Es scheint so. Gehen wir, du kannst das Luftschiff benutzen. Wohin denn? Wo ist das? Ich weiß gar nicht, wo sie wohnt. Diantos, ein. Danke, dass ihr gekommen seid. Was sieht denn ihr von den... Oh, wie hieß der Ort nochmal? Ich weiß, ihr sagtet, ihr würdet zurückkommen, sobald ich euch darum bitte.
Darf ich eure kostbare Zeit nochmal in Anspruch nehmen? Das ist kein Problem. Wir hatten dir angeboten, herzukommen. Vielleicht aber... Ich möchte ja nicht drängen, aber ich würde gern zur Sache kommen. Das, was du erledigen möchtest, was ist das? Was ist das? Oh, natürlich. Ist das ein Buch? Auf dem Einband steht nichts. Das gibt es, da gibt es nichts zu kaufen. Ich habe es selbst geschrieben. Hä? Wie bitte? Ich habe nicht, ich kann dem Gespräch nicht folgen. Du hast es geschrieben? Ich schreibe gern Gedichte. Also wir wissen jetzt, dass du dich leidenschaftlich für Poesie interessierst. Du hast uns immer noch nicht gesagt, was wir noch für dich tun können. Ich möchte ein Gedicht hinterlassen, für die Zeit, wenn ich nicht mehr da bin. Bisher war es nur ein Hobby, es ist etwas, das mir Spaß macht. Ich habe nur noch wenig Zeit und möchte, dass man sich zumindest an eines meiner Gedichte erinnert. Es ist verständlich, dass du etwas hinterlassen möchtest, das an deine Existenz erinnert. Ich wusste nur nicht, worüber ich schreiben soll. Aber jetzt weißt du es. Jetzt weißt du es? Fragezeichen? Ich glaube schon. Ich möchte über dich schreiben, Diantus. Warum über mich? Die Omen waren für mich stets etwas, das man fürchten musste. Aber tatsächlich, du bist gekommen, um mich zu retten. Ich möchte den Menschen zeigen, dass man Omen nicht zwangsläufig mit Angst begegnen muss. Also möchte ich mehr über dich erfahren, was dich bewegt. Es sei denn, du möchtest darüber nicht reden. Das habe ich bisher noch nicht niemand gefragt. Aber es spricht nichts dagegen. Ich kann dir nicht alles erzählen, aber ich werde versuchen, alle Fragen zu beantworten. Das wirst du? Wirklich? Vielen Dank, ich hole schnell was zum Schreiben. Es tut mir leid, ich habe nicht gefragt, ob das in Ordnung für dich ist. Bleiben wir bei ihr und ziehen es durch. Einverstanden. Ich bin zurück in Ordnung, also... Wieso zögerst du auf einmal? Jetzt, wo ich hier bin, habe ich keine Ahnung, was ich dich fragen soll. Dabei kann ich dir nicht helfen, das musst du selbst wissen. Fangen wir etwas mit Einfachem an. Oh, in Ordnung, natürlich. Wie sieht bei dir ein normaler Tag aus, Diantus? Ich arbeite, um die oberste Direktive zu erfüllen. Ich treffe Vorbereitung für den Fall, dass ihr Abel ersetzt werden müsst. Und wie genau sieht das aus? Das kann ich nicht sagen, das ist streng vertraulich. In Ordnung, was ist damit? Wieso möchtest du die oberste Direktive erfüllen? Es muss einen Grund geben. Ein Grund? Sie ist der Grund für unsere Existenz. Das ist die beste Antwort, die ich dir geben kann. Der Grund für eure Existenz. Dafür wurde ich erschaffen. Deshalb ist es mein einziges Ziel, die oberste Direktive zu erfüllen. Lautet die oberste Direktive, anderen zu helfen? Wie kommst du darauf? Nun ja, du bist hergekommen, um mir zu helfen. Oder ist das einfach nicht die oberste Direktive? Nein, das ist kein Bestandteil der obersten Direktive. Aber du hast trotzdem versucht, mir zu helfen? Ich bin gekommen, um dir zu helfen, weil ich es wollte. Das ist pure Heuchlerei. Heuchlerei, deshalb bin ich mir bewusst. Warst du auch davon überrascht, Diantus? Das würde ich sagen, ja. Ich finde das wundervoll. Wie meinst du das? So fühle ich einfach darüber. Eine solche Last zu tragen und dennoch ein so großes Pflichtgefühl für eher unwichtige Angelegenheit zu haben. Für mich ist das etwas Bewundernswertes. Verstehe. Kannst du mir sagen, was du bisher für ein Leben geführt hast? Tut mir leid, das kann ich nicht. Ich verstehe. Kannst du mir dann vielleicht etwas über deine Freunde erzählen? Du meinst ein? Das auch, aber ich meinte eigentlich die anderen Omen. Ich fürchte, ich kann nicht für meinesgleichen sprechen. Nein, Moment, das stimmt so nicht. Ich kann dir eine Sache erzählen. Oh? Es geschah, als ich den Kummerkasten aufstellte. Wir hatten das nicht gut durchdacht. Die Unmengen an Briefen haben das Lager in kürzester Zeit überflutet. Waren es so viele? Ich erhielt eine Übertragung von einem oben namens Nivalis. Sie sagte, dass sie die Briefe verbrennen würde. Ich konnte sie gerade nicht davon abhalten, die Briefe in einem Häufchen Asche zu verwandeln. Ist das wirklich passiert? Nivalis tendierte dazu, voreilige Entscheidungen zu treffen. Ich hätte ihre Reaktion vorausahnen sollen, doch alles Verbrennen war sogar für ihre Verhältnisse übereilt. Es klingt, als wären du und Nivalis gute Freunde. Nicht zutreffend, dennoch interagieren wir regelmäßig, um die oberste Direktive zu erfüllen. Dann eben Kollegen. Man merkt, dass dir etwas an Nivalis liegt. Gibt es noch irgendjemand wie Nivalis?
Nein, sie ist einzigartig. Und so verbrachten die Anders und Emily den Tag damit, sich auszutauschen. Hey, ist bald Nacht. Oh, wann ist es denn so spät geworden? Ich habe total die Zeit vergessen. Es ist lange her, seit ich so in ein Gespräch vertieft war. Theantos, vielen Dank für diese Gelegenheit. Es gibt keinen Grund, mir zu danken. Hast du alles mit dem Gedicht zu verschreiben? Ja, ich denke schon. Auf jeden Fall, ich bin mir sogar sicher, dass ich alles habe. Ich hoffe, du wirst damit fertig. Danke, ich muss jetzt nach Hause. Emily, warte. Nur ganz kurz. Na klar, natürlich. Ich würde dir gerne etwas zeigen. Eine weitere Anregung für dein Gedicht. Oh, wirklich? Nein, warte bitte hier. Ich möchte, dass Emily unseren Ausblick ebenso genießen kann. Okay. Von meinen Freunden abgesehen bist du der erste Abel, der dieses Luftschiff betritt. Und, gefällt es dir, Emily? Es ist wunderschön. Nein, das wird dem nicht gerecht. Dieser Ausblick ist einfach unbeschreiblich. Ich bin völlig hin und weg. Es klingt für mich, als wärst du glücklich. Diantas, warum zeigst du mir das? Das kann ich dir nicht erklären. Ich wollte es einfach. Ich kann dir leider keine bessere Antwort geben. Oh, Diantas, du bist so... Was wolltest du sagen? Nichts, vergiss es. Ich werde mein Gedicht fertig schreiben. Willst du es denn lesen? Natürlich. Danke. Boah, kann es jetzt mal vorbei sein? Ah. Tut mir leid, dass du warten musstest, ein. Kein Problem. Aber meine Storys sind alle so herzzerreißend, oder? Ich glaube, ich habe jetzt alles, was ich für mein Gedicht brauche. Diantos, ein? Ich melde mich bei euch, wenn es fertig ist. Wir sehen uns dann. Natürlich, ich freue mich schon. Ich freue mich, bald wieder mit dir zu sprechen. Ich mich auch. Ich gehe jetzt nach Hause. Das sollten wir auch tun. Verheißung im Zwielicht. Okay. Boah. Ja, danke auch, dass du mich hier wieder raussetzt. Also, die Zeitquests sind hier im Spiel tatsächlich wirklich... Nicht alle? Hä? Falsche Seite. Nicht alle sind super. Manche sind sogar relativ langweilig. Ne? Aber einige gehen dann doch schon ein bisschen mehr ans Herz als andere, oder? Nun denn, wir haben zu tun. Wir wollen hier wieder runter und den nächsten Tag starten, denke ich. Ja, wir machen die Anthos Quest hier zu Ende, ne? Erstmal. Wenn Esel, er halt erst nach... Wenn Esel halt erst nach Kapitel 7 mit einem schreibt oder so, dann ist es natürlich... Er ist natürlich eine andere Sache, dann ist halt doof, ne? Dann ist es doof. Habe ich was im Tabasco, was sich lohnt, wegzutun? Ja, die erneute Philosophenkugel. So. Dim, dim. Mm, 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 mm. Mm, mm. Okay. Ja, so langsam wird es wieder mehr, ne? Wir haben das Geld bald wieder drinne, das, was wir ausgegeben haben, um die Farbe zu vergrößern. Die Antwort hat natürlich keinen Brief geschrieben, müssen wir wieder warten. Richtig cool. Das sowas gefällt mir. Das war ja bei Baraka ja genauso. 100 Jahre hat er gebraucht, bis er wieder schreibt. Ist natürlich nicht so geil, ne?
Ja, ich habe A gedrückt. Und alles Geld hier. Alles unser Geld. Aber für keines Geld der Welt ertrage ich das hier, würde ich das hier noch nach dem Harvestella noch mal weiter ertragen. Dieses. Ah! Von den Feen, das geht mir so. Ja? Ja, ich glaube nicht, dass es sich lohnt, jetzt noch anzupflanzen. Kannst du dich bitte gerade hinstellen? So. Achso, habe ich ja nichts mehr. Gut. Ich bin gerade still beim Farmen. Ich weiß auch nicht, irgendwie ist das so ein bisschen so entspannungsmäßiges, ne? Einfach nur so gießen. Tut mir leid, dass ich gerade in dem Moment nichts gesagt habe. Das war irgendwie. Ich war irgendwie komplett im Spiel drin mit dem Kopf. Mit beim Gießen. Aber das macht Farming-Spiele ja so aus, ne, oder? Einfach ein bisschen die Zeit vergessen. Gut. Dann verkaufen wir das Zeug und gehen wieder schlafen. Ja, was soll man sonst machen, du? Außer das behalte ich. Ach ja, ich darf halt nicht vergessen, ab und zu mal da lang zu gucken. Ich weiß, ich bin sehr vergesslich, was das angeht. So. Guti, gut. Dann. Komm, nach Hause. Gucken wir nochmal, ob wir irgendwas machen können. Irgendwas Neues vor allem. Na, so viel Neues haben wir auch nicht angepflanzt, ne? So ist das halt. Ja, hier 30 Hertz für sich hier. Ja, nee, sonst. Nö, sonst nichts. Gut, dann hauen wir ab, ne? Gehen wir schlafen. Gute Nacht. Hoffentlich schreibt uns Diantos wieder. Tag 22. 9000 irgendwas Griller. Brief. 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 Kein Brief. Ach, Diantos. Diantos. Da steht aber auch weiter auf diesem Brief, oder? Ja, bei dem nicht, aber da. Ja, bleiben sie in allem so ruhig, als die Tage so ein bisschen zu hinter sich zu bringen, nicht wahr? So, mehr Erdbeeren. Oh, endlich weg! So, das gedauert noch ein wenig. Jetzt hier nichts fertig. Ich muss aber wieder gießen. Bäume. Und dann pflanzen wir bald die Sommersachen an, nicht wahr? Weil neue Saat anpflanzen bringt, glaube ich, jetzt ab jetzt nichts mehr, nicht wirklich was. Vor allem nicht wiederkehrende, und ich habe, glaube ich, nur wiederkehrende, wie zum Beispiel Gurken. Kommen ja leider immer wieder. Dementsprechend lohnt es sich nicht zu verkaufen. Weil man die nicht komplett ausreizt. So. Die sind täglich da, ne? Nö, nee, nicht ganz. Ja. Diantos. Schreib uns bitte einen Brief. Bald wieder im sechsstelligen Bereich. Bald.
Immer noch nicht. Immer noch nicht. Diantus, was ist los? Was ist dein Begehr? Wieso schreibst du mir nicht? Hatten wir ja schon mal, ne? Hatten wir schon mal da. Haben wir gedacht so, was? Wieso passiert da nichts? Haben wir gedacht. Aber das Problem war halt, dass die Diantus einfach so lange braucht. Wir sind ein bisschen langsam beim Schreiben. Endlich weg damit. Ah, das war ein Erdbeer, was ich da angepflanzt habe. Ich bin auch so ein Idiot, ne? Machst du bitte? Oh, bitte. Fee! Halt die Backen! Ich schwöre dir, ich schmeiß dich gegen die Wand. Irgendwann. Ja, ich hab Gurken angepflanzt. Ich bin auch so doof, oder? Da wird das dann niemals mehr fertig. Alles. Hä? Naja. Weg, weg, weg. Das ist so wenig, das würde ich gar nicht einfach behalten. Ja. Einfach behalten. Aber nochmal zum Ufer. Zum Ufer! Zu fremden Ufern! So, was haben wir hier? Lo, Kokosnuss! Auch nicht schlecht. Und dann gucken wir mal, ob wir was daraus kochen können, weil wir haben jetzt einen Gurken und so weiter angepflanzt. Ansonsten gehen wir wieder schlafen, hoffen, dass uns Diantus wieder schreibt. Die Hoffnung stirbt zuletzt, nicht wahr? Hier doch nicht. Ja gut, erstmal hier. Ja, unsere erste Gurke wird sie ver... Wir haben noch nie Gurken geerntet? Gurkola und Hack-Sandwich kann man daraus machen. Ja, warum nicht? Das ist neu. Oh, yes. Grill Churrasico. Können wir auch machen. Oh. Boah. Ich habe vergessen, das vorzulesen. Mehr nicht? Mehr nicht. Hol's nach, hol's nach. So, warte mal. Kochen. Wo war das? Wieso ist das so viel, verdammt? Das ist auf jeden Fall was. Viel Fleisch, Gurke, Kohle und Karotten bis zum Perfektion auf einen Spieß zu bereiten. Verträgt sich gut mit Alkohol, weswegen viel Trinker aus Lethe dieses Gericht sehr schätzen. Und das hier, ne? Ein Gericht aus Hackfleisch zwischen Gurkula-Scheiben. Selbst Kinder lieben Gurkula, wenn ihre bittere Note vom Aroma des saftigen Fleisches überdeckt wird. Ja. Gut. Was lernen wir daraus? Es gibt viele Kinder in Lethe. Und viele Erwachsene, die sich einen hinter die Binde kippen. Ja. Brief. 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 Diantus! Was ist dein Begehr? Wieso schreibst du mir nicht? Ich möchte doch nur von dir begehrt werden. Ich möchte nur einen Brief. Einen stinknormalen Brief. Kein Liebesbrief, sondern einfach nur normales. Gedingse. Geschreibsel. Aber Diantus denkt sich, nö! Endlich sind die weg. Okay, Erdbeeren hier noch da und hier und jenes. Gurken brauchen noch ein bisschen. Andere Seite ist nichts mehr. Dann müssen wir trotzdem hier gießen, die Bäume. So. Ja. Wir gehen jetzt nochmal kurz auf Farm. Uferbiom. Es neigt sich halt hier gegen ein Ende zu, ne? Also hier ist nichts. Okay, ja gut. Gut, hier gibt es noch Monolithfragmente. Ich sollte jeden Tag hier lang die Sachen holen. Bei der Bergkuppe brauche ich nicht unbedingt, weil bei der Bergkuppe wissen wir ja, dass es halt nur so... Nur Holz gibt, ne? Ist ja auch nicht wichtig, ne? Wissen wir ja alle.
Ja, daraus kann man Zäune machen. Das ist auch, was. Zäune. Grüne Zäune müssen wir noch machen. Ein paar Stück. Ja, ich sammle die Kacke hier ein. Tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber ich mache ja schon. Bin ja schon dabei. Ich könnte jeden Tag überall langlaufen, aber dann wäre der Part schon zu Ende und ich hätte schon, wäre halt am zweiten Tag erst. Das wollen wir auch keiner, ne? Ich will Briefe von Diantus haben. Zack, 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 zack. Ach komm, die Balken mal. Muss nicht alles verhackstückeln, oder? Können wir denn aus den Erdbeeren was machen? Was wir noch nicht gemacht haben. Nö. Bis jetzt noch nicht. Aber wir müssen auch erst sowieso Zucker herstellen und das ganze Gedöns. Zucker und Mehl und Milch und Ei. Heute kein Geld verdient. Solche Tage gibt's auch. Kein Brief! Diantus, Diantus. Dann gib mal Papa schon mal ein paar Dinge her. Batterielade. Wir können die Batterieladestation endlich bauen. Ja, machen wir doch mal. Diantus will, ja nicht, will uns nicht schreiben. Dann müssen wir ja was tun, ne? Gewürzmörser pro Stufe 2. Brauchen wir aktuell noch nicht, weil wir gerade keine Gewürze herstellen können. Das war grün, ne? Bogenzaun. Wir brauchen 6. So. Machen wir halt das noch. Und dann hoffen wir mal am nächsten Tag, ob Diantus sich dann meldet. Im nächsten Part. Ja, weil jetzt bauen wir hier noch ein bisschen rum. So. Ah, verdammt, ich brauche eigentlich... Eigentlich brauche ich hier nicht 6, oder? Ah, doch, 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 das geht. Das, doch, doch. Oder? Nee, ein weiter, ne? Brauchen wir. 1, 2, 3... 1, 2. Ja, wir brauchen noch 2. Verdammt! Verdammt! Naja, egal. So, wo stellen wir denn diesen komischen Kasten auf? Machen wir hier vorne. Zack. Meine Güte, das ist hässlich. So. Und dann hier. Okay, Batterie brauchen. Ich glaube, wir brauchen leere Batterien, oder? Und davon haben wir ja, glaube ich, eine Menge. Ich guck mal kurz da rein. Batterien. Wo werden die denn aufgeführt? Hinten? Nimm mit. So. Und die können wir dann auffüllen. Das ist voller Hightech hier. Mitten auf der Farm, Alter. Na gut. Die andere kannst du uns keine Briefe schreiben. Okay. Bald ist am Inventar. Damit können wir nämlich Reparaturset und Bombenlevel 2 herstellen, oder? Mit vollen Batterien. Bin mir nicht sicher. Ich guck nochmal kurz nach. Was können wir mit vollen Batterien denn herstellen? Was ist das? Ist das eine volle Batterie? Ja, okay. Reparaturset Level 2 und... auch Bombenlevel 2. Aber dafür brauchen wir noch andere Sachen. Nitro-Ananas. Das sind Sachen, die wir noch anbauen müssen, irgendwie, ne? Haben wir nicht irgendwie sowas bekommen oder so? Bin mir nicht sicher. Hm. Nö. Bin der Meinung, aber schon mal sowas gelesen zu haben.
Naja, naja. Ich frage, das ist halt auch doof, oder? Wieso kann man das Hartholz nicht benutzen, um daraus Zäune herzustellen, sondern nur das Normale? Das ist halt eine Sache, die ich nicht verstehe. Das verstehe ich nicht. Aber nun gut. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Wenn Diantos uns da nicht schreibt, dann müssen wir halt wohl über die Story weitermachen. Aber ich glaube, das dauert bei ihm noch ein bisschen. Ich werde mich mal informieren. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.